und willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Es wird mal wieder Zeit, diesen Müll hier zu entsorgen. Und ich habe gerade schon ein Aufgegessen-Video gedreht. Irgendwie mache ich immer beide an einem Tag. Das passt eigentlich so ganz gut. Mein Müll ist dann immer ziemlich voll. Aber es wird Zeit, den Kram hier loszuwerden und euch ein bisschen zu berichten, wie die Sachen so waren. Ihr findet Verlinkungen in der Infobox zu den Produkten, sofern ich sie finde. Da ist auch ein Sternchen hinterlegt, glaube ich, mache ich das immer, was ein PR-Sample war, falls ich das mal beim Erzählen vergesse zu sagen. Ansonsten bin ich von niemandem von diesen Firmen gekauft worden. Ich sage das nur nochmal dazu. Und es gibt jetzt meine freie Meinung. Ich habe ein Haarspray aufgebraucht und das ist einfach von Isana ein günstiges kleines Haarspray. Das habe ich so auf Reisen immer mit. Ich benutze Haarspray eigentlich wirklich nur für den Ansatz, weil manchmal hat man so fliegende Haare, so ein bisschen für den Pony, der heute auch wieder so richtig on fleek ist, nicht. Ja, dann nehme ich einfach immer irgendein Haarspray. Ich habe da jetzt so keine großen Ansprüche. Das war in Ordnung. Ein Duschgel, was ich sehr, sehr gerne mochte, das ist grüne Banane und Bambusmilch. Keine Ahnung, wie Bambusmilch riecht, aber grüne Banane oder Banane an sich, ich liebe den Duft. Und das ist von Original Source. Die Duschgele finde ich tatsächlich durch die Bank weg, die ich bisher hatte, alle richtig gut. Die haben auch so ein richtig tolles Mango-Duschgel. Das riecht halt wirklich nach der Frucht. Das riecht nicht künstlich, meiner Meinung nach. Schäumt gut, reinigt gut. Und beim Duschgel achte ich eigentlich tatsächlich wirklich nur drauf, dass es gut riecht. Also, ja, ich vertrage die alle gut, von daher. Sehr, sehr gut, würde ich wieder kaufen, hätte ich nicht den Schrank voll mit Duschgel. Ein Shampoo von Nivea und ein weiteres Shampoo von Nivea. Ich dachte gerade, das wäre eine Spülung. Ne, es sind zwei Shampoos, die ich aufgebraucht habe. Das Reparatur und gezielte Pflege habe ich irgendwann mal zugeschickt bekommen und ich habe es jetzt schon das zweite Mal nachgekauft. Ich mag das sehr, sehr gerne. Im Moment verwende ich lieber oder viel Silbershampoo, damit die da oben ein bisschen aschiger bleiben und nicht so gelb, gold, blond werden. Aber das pflegt meine Haare unfassbar gut. Also ich wechsle dann auch mal wieder und benutze das immer so im Mix. Und ja, also das finde ich richtig, richtig gut. Das fand ich auch gut. Das ist Feuchtigkeitspflege. Funktioniert ganz gut, wenn man so fliegende Haare oder zu fliegenden Haaren neigt. Das wird dann eher so im Herbst, Winter wieder der Fall, wenn so die Heizungsluft trocken ist. Also zumindest ist es bei mir ein Problem. Dann zieht man Pullover an und die Haare stehen sonst wo. Und bei mir hilft der Feuchtigkeitsshampoo richtig gut. Also ja. Deswegen habe ich das auch aufgebraucht. Ich glaube, das war noch im Winter. Also, ja, ich benutze immer so durcheinander, dass ich immer gar nicht weiß, wann ich das eigentlich genau aufgebraucht habe und wie lange ich es hatte. Bei dem kann ich euch sagen, ich hatte es sehr, sehr lange, weil ich auch wirklich in den letzten Zügen es sehr selten und zu besonderen Momenten verwendet habe. Es ist die Gingerbread Latte, der Reinigungsschaum, Handschaum von Bath & Body Works. Schaut euch das Cover an, das Etikett. Wir sind hier nicht beim Buchvideo. Wunderschön, habe ich in New York, glaube ich, gekauft. Ich habe noch ein, zwei von diesen Handseifendingern, Flüssigseife. Wobei, das ist Schaumseife. Es kommt direkt als Schaum raus. Das ist richtig cool. Ich werde mir in New York auch wieder Sachen davon holen. Ich finde die Düfte unfassbar gut. Und die Hände riechen danach auch wirklich noch eine Weile. Also immer mal, wenn man irgendwie mit den Händen zum Gesicht kommt, dann riecht man diesen Duft und... Den muss man also wirklich mögen und es ist Warm Gingerbread Vanilla Latte mit Whipped Cream. Also einfach toll. Ich mag das sehr gerne. Wie man merkt, ich habe sehr geschwärmt. Also kriegt man nicht in Deutschland, tut mir leid für euch, aber wenn ihr in Amerika seid, geht in einen Bath & Body Works und shoppt ein Deo. Das ist einfach von Nivea Stress Protect. Ich habe das in meiner Sporttasche einfach drin und deswegen lag das schon eine Weile. Ich glaube, das war auch ein PR-Sample. Fand ich gut, ich mag die Nivea Deos. Ich wechsle immer zwischen Rollerball und Sprühdeos. Nach dem Sport mag ich lieber ein Sprühdeo, beziehungsweise ich dusche dann ja auch, aber erstmal sprühe ich, dusche dann zu Hause und dafür ist das ganz nett. Zweimal Wattepads und zwar einmal von Isana und von Evelyn, also einmal DM, einmal Rossmann, das sind die Maxi Wattepads. Ich mag die einfach am liebsten, weil ich mit einem Wattepad dann alles abkriege, also auf der einen Seite mache ich meistens das Augen-Make-up weg. Und auf der anderen Seite dann den ganzen Rest. Dann nochmal einen Cleanser drüber und fertig bin ich. Da kann man auch die günstigen kaufen. Ich finde die sehr gut. Eine Haarmaske, die ich wirklich sehr lange hatte, ist von Garnier. Die hatte ich auch zugeschickt bekommen. Die wahre Schätze-Haarmaske. Die sieht auch so ein bisschen... Naja, die steht halt in der Dusche und Kalk lagert sich da halt dann auch ein bisschen ab. Fand ich richtig gut. Meistens habe ich so einmal die Woche eine Haarmaske gemacht. Das habe ich in letzter Zeit irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Wobei ich jetzt eine Silberhaarmaske habe, die ich regelmäßig verwende. Die fand ich richtig, richtig gut. Hat die Haare weich gemacht, schön gepflegt. Ich mag das sehr gerne. Ich habe kein Problem mit Silikone. Ich weiß nicht, ob da welche drin sind. Ich vermute es fast. Parabene sind nicht drin. Okay.
ich habe echt wirklich keine Ahnung von solchen Sachen. Ich benutze die Sachen und entweder finde ich sie gut und ich habe das Gefühl, es tut meinen Haaren gut oder eben nicht. Und das war gut. Hat auch gut gerochen. Würde ich mir wiederholen. Ich habe aber noch Haarmasken. Würde ich mir wiederholen? Habe ich gerade gesagt, würde ich mir wiederholen. Zwei Wörter. Ihr wisst, was ich meine. Ein kleines Batiste Trockenshampoo. Hatte ich, glaube ich, schon öfter mal hier gezeigt. Das nehme ich auf Reisen immer gerne mit. Das hatte ich mir im Dreierpack gekauft. Tropical ist jetzt auch ein richtig angenehmer Duft. Also gerade so im Sommer. Ja, am zweiten Tag verwende ich sehr gerne Trockenshampoo. Besonders wenn so die Haare noch, die Färbung schon ein bisschen her ist. Nach der Blondierung. Dauert es immer sehr lange, bis sie nachfetten. Also da komme ich teilweise sogar 3 Tage ohne Haare waschen aus. Aber irgendwann lässt das nach und dann ist Trockenshampoo halt eine gute Sache, um das ein bisschen hinauszuzögern, denn jeden Tag Haare waschen ist nicht gut. Eine Augencreme habe ich aufgebraucht, die halte ich jetzt mal ein bisschen näher ran. Möchtest du bitte scharf stellen? Da, von Vichy. Habe ich auch zugeschickt bekommen. Aqualia Thermal, also so ein bisschen sehr wässrig fand ich sie. Also die ist sehr leichtflüssig gewesen und hat auch so ein bisschen gebraucht, bis sie einzieht. Also war sehr feucht auf der Haut. Aber angenehm. Fand ich okay. Ich würde mir aber immer wieder eher die von Clinique, die All About Eyes, holen, weil das ist meine absolute Lieblingsaugencreme. Ich habe im Moment auch eine andere. Da fand ich einfach, ich fand sie an sich gut. Sie hat gut Feuchtigkeit gespendet und da hat mich einfach so ein bisschen diese Textur gestört. Das war nicht so mein Fall, aber das ist ja Geschmackssache. Zahnweiß, Aufhellungsstreifen. Ich hatte schon mehrere. Ich hatte auch schon totale Katastrophen. Die hatte ich euch gezeigt. Die sind jetzt von Snow White. Ich bestelle die immer bei Amazon. Und die fand ich gut. Also die benutzt man 14 Tage, immer eine halbe Stunde. Ich habe das meistens entweder morgens beim Schminken, also das sind so Klebestreifen auf den Zähnen und dann macht man die ab und putzt dieses Gel weg. Und ich komme damit sehr gut klar. Ich bekomme keine empfindlichen Zähne und ich finde auch, sie haben wieder ein bisschen aufgehellt. Alle halbe oder einmal im Jahr mache ich das mit diesen Streifen, wenn sie gut funktionieren. Und die fand ich in Ordnung. Ich hatte allerdings schon mal andere, die noch viel besser funktioniert haben, aber die Marke gibt es irgendwie nicht mehr. Oder zumindest finde ich sie nicht mehr. Und ich weiß auch nicht mehr genau, welches war. Es war nicht die und es war auch nicht die andere, die ich hatte. Naja, irgendwann finde ich sie vielleicht nochmal wieder. Aber das war in Ordnung. Würde ich mir auch jetzt bis dahin nochmal wieder kaufen. Eine Creme von Clinique habe ich zugeschickt bekommen. Die Pepstart Hydro Moisturizer Creme. Also eine Feuchtigkeitscreme. Die fand ich richtig cool, weil die Konsistenz, also der Duft ist angenehm. Und die Konsistenz fand ich super spannend. Die war nicht so flüssig oder gelig, sondern so ein bisschen fester, so wie Grießbrei sah ich fast aus. Das ist eine komische Beschreibung, aber ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Die war so ein bisschen fester, aber man konnte sie trotzdem gut verteilen, ist gut eingezogen und ich mochte die sehr gerne. Ich finde auch einfach die Verpackung unfassbar gut, da bin ich echt Verpackungsopfer. Die ist richtig schön. Gibt ja auch noch andere Farben mit anderen Cremes drin. Die hat mir sehr gut gefallen. Dann auch zugeschickt bekommen von Origins hatte ich mal dieses Original Skin Cleansing Makeup Removing Jelly. Also ein Reinigungsgel und ich bin bei solchen Sachen immer skeptisch und auch das konnte mich leider nicht überzeugen. Es hat das Make-up nicht gut runterbekommen, wie ich das erwartet habe oder mir wünschen würde. Deswegen habe ich dann wieder meine eigenen Sachen benutzt. Ja, ich habe das einfach unter der Dusche als Waschgel genommen. Also dafür ist es definitiv zu teuer. Da kann man auch günstige nehmen oder ich nehme dann auch günstige, einfach um morgens so ein bisschen den Nachtschmutz wegzubekommen. Deswegen habe ich es aufgebraucht, aber für das, wofür es eigentlich gedacht ist, ist es bei mir leider durchgefallen. Dagegen ist das nicht durchgefallen. Ich habe auch Blogposts zu den Produkten. Einen Blogpost, den verlinke ich euch mal. Das ist nämlich auch von Origins, Original Skin Pore Perfecting Cooling Primer. Also ein Primer fürs Gesicht, ein kühlender und den fand ich sehr cool, der ist auch so ein bisschen getönt. Also könnte man im Sommer auch einfach so verwenden, ohne Foundation, wenn einem das reicht. Habe ich auch im Urlaub hin und wieder gemacht. Und das ist so ein Schaum, der da rauskommt. Also in den Bildern auf dem Blogpost sieht man das. Und der kühlt wirklich super angenehm und ist ein guter Primer, wenn man danach noch mehr Make-up aufträgt. Oder eben solo. Also der hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie schnell ich den aufgebraucht hatte. Das ist eigentlich immer interessant. 52 Gramm oder 60 Milliliter sind drin. Er hat schon eine ganze Weile gehalten. Ich fand ihn gut. Wir arbeiten uns hier zum Make-up vor. Kommen wir, das sieht wirklich nicht schön aus, ne? Aber wenn man etwas so lange benutzt wie eine Lip Butter, das ist jetzt von Nivea Vanilla Macadamia. Oh, ich mochte die sehr gerne. Ich mag die gerne, die pflegen die Lippen schön weich. Sind nicht so gut wie Carmex und Blistex, wo ja noch so ein
keine Ahnung was, dieses Prickeln dann dabei ist, sondern das ist einfach ein Pflegecreme-Gel im Pöttchen. Ich habe damit kein Problem, mit dem Finger reinzupatschen, weil das mein Finger ist, mit dem ich da reinpatsche. Und ja, mochte ich sehr gerne. Ich habe eine andere Sorte jetzt, also das lag auf meinem Schreibtisch und da greift man immer mal wieder zu. Ja, gefällt mir, mag ich sehr gerne. Und die anderen Döschen, die ich davon habe, werde ich nach und nach über die nächsten Jahrzehnte dann auch mal aufbrauchen. Ein Puder, ich weiß gar nicht, warum ich mir das gekauft habe. Ah, ich glaube, es bröselt. Die letzten Reste sind hier noch zu sehen. Genau, das habe ich mir in Australien geholt, oder? Dann habe ich das doch nicht mitgeschleppt. Aber muss so sein. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Essence Puder Get Picture Ready Pore Refining Powder. Das hier, was hier rausbröselt, ist auch schon das Problem, was ich mit dem guten Ding hatte. Es ist sehr, sehr krümelig. Es ist sehr, ein bisschen cakey. Es ist transparent. Es hat mich nicht so begeistert. Ich bin ja ein Riesenfan, das wisst ihr alle, von diesem Puder hier. Das gab es in Australien, Neuseeland leider nicht. Und deswegen, ja, also Essence würde ich mir jetzt in Deutschland nicht kaufen. Aber auch davon habe ich eins aufgebraucht. Das staubt hier alles. Das ist ein Kompaktpowder. Ich habe schon tausendmal erwähnt, ich verlinke euch den Blogpost, meine Huldigung dazu. Ich weiß nicht, wie viel, wenn es da eine Rabattaktion gäbe, so 50 Puder und ein Jahr gratis. Ich hätte das Jahr gratis definitiv schon locker drin. Ich verwende das halt sehr, sehr oft und alle anderthalb, zwei Monate brauche ich ein neues. Einmal im Monat wahrscheinlich. Auch da ist es super spannend zu erfahren, wie unterschiedlich Leute Puder verwenden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das exorbitant viel benutze, aber es gibt Leute, die kommen damit drei, vier Monate aus. Und bei mir ist es so ein Monat. Ich schminke mich aber auch jeden Tag. Ich puder immer ab. Manchmal pudere ich mal nach. Eher selten. Müsste ich jetzt wahrscheinlich wieder machen. Es ist einfach warm, Leute. Aber ja, es würde mich mal interessieren, wie lange ihr mit so einem normalen Puder auskommt. Auch nur einen Monat? Ist das wenig? Oder kommt ihr damit ein halbes Jahr aus? Dann wäre ein Monat echt erschreckend. Aber wie gesagt, ich benutze es nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass so viele benutzen. Naja, egal. Weiter im Text. Revlon Photo Ready Foundation. Omel Alt. Ich weiß nicht mehr, wo sie her ist. Ich glaube, ich habe sie zugeschickt bekommen. Das war die Farbe 003 Shell. Ihr seht es, ne, vielleicht nicht so gut. Kamera ist immer so ein bisschen farbverändernd. Relativ dunkel, deswegen habe ich sie dann im Sommer, ich bin ja leider ein bisschen gebräunt, man kam nicht drum rum, habe ich die verwendet. Fand ich gut. Ich kann zu Foundation irgendwie gar nicht mehr so viel sagen. Also außer es ist eine, die mich extrem enttäuscht, dann weiß ich das. Aber ansonsten funktionieren die mittlerweile alle ganz gut bei mir. Oder ich habe Glück. Also die hat mir gut gefallen, die hat jetzt nicht stark nachgedunkelt, die fusselt hier auch. Hat gut gehalten, ist eine gute Foundation. Beim Nagellack fände ich es schön, wenn ich meinen Farblack aufbrauchen könnte. Im Moment lackiere ich auch einfach zu selten. Ich habe heute mal lackiert, das ist Bahama Mama von Essie. Und von Essie habe ich auch den besten, weltbesten Überlack aufgebraucht. Mal wieder ein Good to Go. Und als Base hatte ich von Astor mal zugeschickt bekommen, Pro Manicure Make Me Strong als ja, Base Coat. Fand ich auch gut. Den letzten Rest, den man hier sieht, der wird ja immer so ein bisschen fest. Bei dem ist es auch so. Kriegt man nicht ganz raus, aber da habe ich wieder einen neuen in Gebrauch, den werde ich auch immer wieder nachkaufen. So oft werde ich ihn nicht brauchen, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen Nagellackfaul geworden. Aber heute sind sie drauf. Ein weiteres Make-up von Clinique habe ich das nämlich aufgebraucht und zwar das Super Balance Silk Make-up habe ich auch zugeschickt bekommen. Das ist die Farbe Silk Ivory, eine sehr helle Farbe. Ich liebe die Clinique Foundations. Ich komme bis jetzt eigentlich mit jeder Foundation von denen klar. Die halten gut, die lassen sich super verteilen. Ist dann sogar noch ein bisschen besser als Revlon im direkten Vergleich. Zu Clinique würde ich immer greifen, wenn ich keine Foundation mehr hätte. Der Schrank ist noch voll. Ja, die halten wirklich 3, 4, 5 Monate. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne, mochte ich auch gerne. Ist halt ein Glastiegel. Zum Verreisen habe ich mir die dann immer abgefüllt. Dann auch ein All-Time-Favorite, der Augenbrauen-Gel. Das Augenbrauen-Gel von Essence kaufe ich immer wieder nach, weil das günstig ist und das gut funktioniert. Passend zum Thema habe ich noch, das ist ein bisschen staubig hier drin, von Rival de Loop Young ein Augenbrauen-Gel-Pencil. Da kommt nichts mehr raus, den habe ich aufgebraucht. Der ist so dreiecksförmig, ein bisschen breiter. Mag ich gerne die Form, also funktioniert ganz gut. Der hatte eine gute Farbe. Ich bin bei Augenbrauen-Produkten jetzt nicht so extrem... Kiki, ich kenne mich auch nicht so gut auf, ich fülle halt ein bisschen auf,
Ja, Hauptsache die Farbe passt, ne? Dann habe ich es tatsächlich geschafft, noch einen Lipbalm aufzubrauchen. Man sieht nicht mehr wirklich, was es ist. Ich kann es euch aber sagen, das ist ein Lipbalm-Stift aus Neuseeland mit Manuka-Honig. Man riecht es auch noch und ja, den habe ich total geliebt. Er hat super meine Lippen gepflegt. Jetzt habe ich ihn nicht mehr, jetzt sind sie wieder so ein bisschen... ich muss wieder öfter zu Carmex greifen. Aber dieser Manuka-Honig ist richtig, richtig gut. Also wenn ihr mal in Neuseeland seid oder irgendwo anders, die sind nicht ganz billig, aber es funktioniert richtig gut. Es ist wirklich eine Wohltat für eure Lippen. Deswegen ist der auch aufgebraucht jetzt über die letzten Monate. Und ein trauriges Aufgebraucht ist ein Pinsel. Das ist der Detail Liner von Zoeva, den ich immer mit dem NYX Gel Eyeliner verwende. Den habe ich mir schon nachgekauft. Ich habe Staubnase jetzt. Wenn ich nicht noch niesen muss. Aber zurück zum Pinsel. Ich liebe den sehr. Mit den beiden komme ich wunderbar klar. Aber der ist jetzt über die Jahre einfach, der ist so ein bisschen schief und das hat nicht mehr so gut funktioniert. Also ja, und der Gel-Eyeliner ist halt einfach, ihr seht das wahrscheinlich nicht, aber da ist nicht mehr viel drin. Und der letzte, ich bin tatsächlich in der Mitte am Boden angekommen. Respekt. Und der Rest ist halt eingetrocknet über die lange Zeit. Ich benutze den immer, ich habe heute keinen Gel-Eyeliner drauf. Ich habe mir den NYX Gel-Eyeliner nochmal gekauft bei Douglas. Der war ja eine Weile weg, da war ich schon sehr, sehr traurig. Und mit Manhattan, ich habe mehrere ausprobiert, mit Manhattan kam ich so einigermaßen klar, aber nichts gegenüber den hier. Ja, und dann habe ich ihn bei Douglas gekauft, den habe ich im Moment in der Verwendung, aber irgendwas haben die an der Textur verändert. Der gleitet nicht mehr so gut, der färbt nicht mehr so schwarz, der hält nicht mehr so bombenfest. Kann jetzt am Sommer liegen, an der Wärme. Ich muss das mal im Winter testen. Aber vom Auftrag her ist der irgendwie anders. Ich komme gut damit klar, es ist in Ordnung. Aber irgendwas habt ihr da verändert, NYX. Und das nehme ich euch wirklich übel, denn der war perfekt. Und das war mein letzter. Schade. Das war mein Aufgebrauch-Video. Ich habe mich relativ kurz gefasst. Alle Produkte in der Infobox mit Verlinkungen und so weiter. Es staubt hier jetzt ein bisschen. Ich räume jetzt mal auf, bringe meinen Müll weg. Wie schön. Und ja, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Entweder auch ein Aufgebrauch, das kann aber ein bisschen dauern. Oder schaut euch einfach eins der Reisevideos an. Aufgegessen, Food Diaries. Hier gibt es immer was. Zweimal die Woche gibt es ein neues Video. Und dann freue ich mich, euch wiederzusehen. Bis dann.